Sehr geehrter Herr Minister Rahim, Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter Kasri, sehr geehrte Frau Usha Mawi, lieber Kollege Dr. Peter Ramsauer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem ersten deutsch-tunesischen Wirtschaftsforum kommen darf und zu Ihnen sprechen darf. Ich darf die herzlichen Grüße meines Ministers Dr. Gerd Müller überbringen, der zurzeit in Indien weilt mit der Bundeskanzlerin zusammen. Und nachdem ich erst vor kurzem im August in Tunesien gewesen bin, freut es mich sehr, dass ich viele Gesprächspartner, Herrn Minister Brahim, aber auch Unternehmensvertreter heute hier wieder treffe. Dass es sich um das erste Forum handelt, deutet schon darauf hin, lieber Peter Ramsauer, dass weitere Foren folgen sollen. Deswegen freut es mich sehr, dass die arabisch-deutsche Industrie- und Handelskammer hier ein neues Kapitel aufschlägt in der Zusammenarbeit mit Tunesien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist auch dringend notwendig. Wir müssen uns viel stärker unserem Nachbarkontinent Afrika und insbesondere den nordafrikanischen Ländern zuwenden. Wir haben eine schnell wachsende junge Generation in vielen dieser Staaten. Diese jungen Leute brauchen Bildung und Beschäftigung, sie brauchen eine Perspektive für ihr Leben, sie brauchen Auskommen. Und deswegen gilt Arbeit schafft diese Zukunftsperspektiven, Unternehmen schaffen Arbeit. Und deswegen müssen wir in der Politik gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die politischen Rahmenbedingungen so gesteckt werden, dass unternehmerisches Engagement erleichtert wird. Wir haben heute etwa 500.000 Unternehmen in Deutschland. Davon sind etwa 1.000 in Afrika engagiert. Ich rede hier wohl vor dem falschen Auditorium für die Feststellung, dass das viel zu wenig ist. Und wenn wir heute seit Monaten schon darüber diskutieren, welche Auswirkungen die Flüchtlingskrise auf Deutschland und Europa hat, dann bin ich der Meinung, dass diese Völkerwanderung, die wir erleben und die wir nicht nur aus Bürgerkriegsregionen sehen, sondern auch, es sind auch viele junge Leute, die aus Mangel an Perspektiven nichts mehr zu verlieren haben und den Weg nach Europa suchen. Ich meine, dass die Entwicklung, die wir hier sehen, auch eine Folge von mangelnder Zusammenarbeit, mangelnder Zuwendung zu unserem Nachbarkontinent sind. Und deswegen müssen wir die Rahmenbedingungen für politische Stabilität schaffen. Das erleichtert unternehmerisches Handeln und umgekehrt unternehmerische Initiative fördert auch politische Stabilität. Beides gehört zusammen. Politische und wirtschaftliche Stabilität bedingen einander, und das kommt im Titel meines Ministeriums auch zum Ausdruck, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben im Moment etwa 280 deutsche Firmen, die in Tunesien über 50.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Und ich habe schon bei meinem Besuch im August feststellen können, keines der deutschen Unternehmen hat Tunesien den Rücken gekehrt während der politischen Umwälzungen. Alle sind in Tunesien geblieben, haben an eine gute Zukunft in diesem Land geglaubt. Eine Mehrheit der deutschen Unternehmer in Tunesien plant sogar neue Investitionen und schätzt das Wirtschaftsklima als positiv ein. Das sind ermutigende Botschaften. Natürlich bleibt viel zu tun. Die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit in Tunesien liegt bei 30%, bei Frauen über 40%. Das deutet darauf hin, dass eben Chancen neu geschaffen werden müssen für diese junge Generation. Aber um es etwas einzuordnen und zu relativieren, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Portugal und Griechenland liegt deutlich höher, und das zeigt, welches Potenzial Tunesien durchaus hat für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung. Wenn Sie sich den gesamten nordafrikanischen Raum anschauen,
gibt es nach meiner Einschätzung kein zweites Land, das wie Tunesien geeignet wäre, als ein Hub, als eine Drehscheibe in Nordafrika zu fungieren, um von dort aus die Märkte Nordafrikas zu erschließen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der G7-Doril-Partnerschaft, deren Vorsitz Deutschland im Rahmen des G7-Vorsitzes übernommen hat, diese G7-Doril-Partnerschaft hat zum Ziel, die notwendigen Reformen in Tunesien und den anderen Doril-Staaten politisch und finanziell zu unterstützen. Es geht uns vor allem um nachhaltige Wirtschaftspolitik und um Beschäftigung. Wir fördern ganz konkret kleine und mittelständische Unternehmen. Wir sind nach unserer Erfahrung ein Rückgrat jeder Volkswirtschaft. Sie entstehen aus einer Gesellschaft selbst und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass die Wirtschaft eines Landes nicht nur durch ausländische Direktinvestitionen auf die Beine kommt, sondern eben vor Ort auch Rahmenbedingungen entstehen müssen, damit kleine Betriebe vor Ort entstehen können, dass junge Leute sich selbstständig machen können. Und neben unserem Engagement für kleine und mittelständische Unternehmen helfen wir mit, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern und wir versuchen auch den oft fehlenden Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für kleine und mittlere Betriebe. Wir erleben in vielen unserer Partnerländer, dass die Chancen auf Kredite, das Vertrauen in Leute, die kein großes Vermögen angespart haben, aber die eine Idee haben und die Energie haben, ein Unternehmen aufzubauen, dass das verstärkt werden muss. Unsere Projekte zur Mikrofinanzierung sind ausgesprochen erfolgreich und Herr Minister Brahim, Sie sind selbst ein glänzendes Beispiel für Unternehmertum. Sie haben mit großem Erfolg ein Unternehmen aufgebaut auf bis zu 1300 Arbeitsplätze, wenn ich richtig informiert bin. Also Sie kennen sich da viel besser aus als ich und Ihnen müssen wir nichts erzählen. Aber ich glaube, dass Ihre Biografie auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass es gelingen kann, in Tunesien sich unternehmerisch zu engagieren. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung, das Entwicklungsministerium hat im letzten Jahr bereits eine Sonderinitiative Stabilisierung und Entwicklung in Nordafrika und Nahost initiiert. Wir haben im Rahmen dieser Sonderinitiative allein im Jahr 2014 mehr als 30 Projekte auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Initiative für wirtschaftliche Stabilisierung und Jugendbeschäftigung in Tunesien. Damit unterstützen wir Gründerinnen und Gründer, gerade junge Leute in den wirtschaftlich schwächeren Regionen im Landesinneren. Und wir helfen insbesondere dabei, Kleinstunternehmen zu gründen. Außerdem konzentrieren wir uns auf Existenzgründungen in besonders zukunftsorientierten Branchen mit Wachstumspotenzial, zum Beispiel in der Informationstechnologie und bei erneuerbaren Energien. Unser Gesamtportfolio mit Tunesien, das wir seit unserer Beginn der Zusammenarbeit umsetzen, beträgt 1 Milliarde Euro und wir werden unsere Zusammenarbeit auch weiter ausbauen und verstärken. Meine Damen und Herren, wichtig ist allerdings, dass wir auch den privaten Sektor mitnehmen. Allein mit Steuergeld kann man eine Volkswirtschaft nicht aufbauen. Dazu braucht es auch eine engagierte Zivilgesellschaft und engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer. Deswegen ist es notwendig, dass wir die Perspektiven öffnen für unternehmerisches Engagement. Ich freue mich sehr zu sehen, dass alle relevanten Partner in Tunesien an einem Tisch sitzen. Die Regierung auf lokaler und regionaler Ebene werden mit eingezogen. Zivilgesellschaft, sie bringen das hier jetzt zum Ausdruck für die Unternehmensverbände. Und es sind damit auch Erfolge erzielt worden. Es sind in weniger als 2 Jahren mehr als 1700 Jugendliche aus strukturschwachen Regionen in unterschiedlichen Branchen in Beschäftigung gekommen. Und ich glaube, dass dies ein gutes Beispiel dafür ist, dass Tunesien auf dem richtigen Weg ist. Wir begrüßen auch sehr den Dialog zwischen den